Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Ja, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Hey, willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber immer. Wo hast denn du die her? Ach, vergiss es. Will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar. Ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Keine Angst. Halt einfach den Mund.
CBS Radio News. I'm Lowell Harris. Malta, Italy was the planning ground for what is expected to be the final invasion of Germany. President Roosevelt has concluded his secret meeting with British Prime Minister Winston Churchill with broad plans for a final offensive against Hitler's army. Not known is why Soviet leader Joseph Stalin was not present. Rumors are swirling that the Soviets may not be invited to participate in the rebuilding process. Either that, or they don't have good vodka in Malta. For Press Radio News, I'm Lowell Harris. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber... unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem, verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Okay, das war der Letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was verdient. Ich sollte zu Joe zurück. Your radio station for the music you want and the news you need. Empire Central Radio.
an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Gehen mich seine beschissenen Probleme an. Wen haben wir denn da? Was ist denn mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. So bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wem's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Werden wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch. Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Tu es! Jetzt! Wer war das? Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen, zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles. Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadt Mitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn's so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne reinbringen. Hey, keine Panik. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. Am Hafen gelaufen. Meinst du mit Eric? Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Ja, ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen. War aber noch Kleinschiss. Er quetscht das Letzte aus den Dockarbeitern raus, wie damals bei meinem Alten. Naja, er hat dich nicht gezwungen, für ihn zu arbeiten, oder? Aber meine Ma. Hör auf zu jammern und halt dir Derek warm. Der hat noch bessere Jobs, als Werftratten in die Mangel zu nehmen. Guten Abend. Kann ich was für dich tun? Wir können ihn in jeder Farbe lackieren. Such dir was aus.
Man sieht sich, Kumpel. Bist du farbenblind? Die war rot. Wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn. Was ist? Vito, mach diese Tür auf. Scheiße, was ist hier los? Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät. Hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, was ihr habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden. Sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefackelt. 10:31 in der Westside Mall. Ich wiederhole, 10:31, Einbruch. Hier Wagen 54. Sind dran. Und ich schlag vor, ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Scheiße! Leg los, dich am Arsch! Nichts wie raus hier! Wir müssen schleunigst hier raus! Oh, zum Teufel wartet ihr! Sackt alles ein, Jungs! Und wenn die Bullen kommen? Na los doch! Nicht hier raus hier! Ich versuch's ja! Verdammt, die Bullen! Gib dir Deckung, während ich die Tür aufmache! Halt mir die Arschlöcher vom Hals! Ich hab's gleich! Halt sie noch ein bisschen im Schacht! Schon so scheiße, hör die auf! Okay, geschafft. Komm, Vito, verschwinden wir. Keine Bewegung! Polizei! Ihr sitzt fest! Scheiße! Scheiße, wieder eine Sackgasse. Wir müssen da lang, das ist unsere einzige Chance. Komm schon, Vito, beweg deinen Arsch! Bist du wahnsinnig? Da ist alles vereist. Ein Ausrutscher und wir sind tot. Wir haben keine Wahl. Oder willst du in den Knast?
Komm schon! Schwing deinen Arsch hierher! Brauchst du eine schriftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Hey, sei vorsichtig! Das war arschknapp. Ja, mir fast in die Hosen geschissen. Wo sind sie? Sie müssen da lang sein. Oh, vergiss es. Nicht für diesen Hungerlohn. Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen. Verdammt, die Bullen! Keine Bewegung! Polizei! Ihr sitzt fest! Noch ein bisschen in Schach. Okay, geschafft. Vito, verschwinden wir. Das glaubt uns ja nie im Leben, diese dämlichen Drecksäcke. Los, gehen wir. Verpiss dich, Bulle! Ich bin unschuldig! Immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill. Bescheuerte Ehrenwichser. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. Ja, wie der geniale Strippenzieher wirkt er nicht. Scheiße, die Cops! Raus aus dem Licht! Los! Kein Problem. Her mit der Tasche. Ich liefere das Zeug ab. Okay, wir sehen uns dann zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. An alle! Aktion abgeblasen! Zurück zur... Wache!
Hätte ca. 1,80 groß, dunkles Haar. Circa 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Der Kerl wedelt doch tatsächlich mit einer Knarre rum. An alle! Aktion abgeblasen! Zurück zur Wache! Roger. And back again. If you listen, I'm sorry, let me know. What's this? Well, does cut off the EC?
see at our news desk, ladies and gentlemen, but we have a breaking news story involving the shooting at, yes, it appears at the West Side Hall. Not so much in the way of people, folks. It appears I... it appears that the police have exchanged gunfire with unknown suspects. Arrests have been made. I repeat, arrests have been made. But all Empire Bay residents, for their own safety, are advised to steer clear of the area until the police have completed their investigation. We'll have more on this important story as we receive the details. I'm Richard Foxberry on Empire Central Radio, ECNR. And now, back to the...